Ich möchte dir heute zeigen, wie du eine solche Monsterdecke hier aus ganz dickem Garn strickst. Und zwar habe ich hier die Miss Wool von Schoppel. Die hat, so ein Ball hat 500 Gramm und ist 50 Meter lang. Und wie du siehst, mehr als daumendick. Das heißt, man braucht natürlich auch entsprechend dicke Nadeln. Und zwar habe ich hier Nadelstärke 30. Das ist also wirklich Stricken mit Baumstämmen. Und weil Stricken mit Baumstämmen natürlich auch extrem anstrengend ist, wenn du das jetzt auf deiner normalen Strickart machen würdest, sprich hier mit den Gelenken hin und her hantieren, dann geht das mächtig auf die Gelenke und das tut natürlich irgendwann auch weh und man kommt nicht wirklich weiter. Deswegen bevorzuge ich an dieser Stelle die amerikanische Strickart. Wie das geht, möchte ich dir jetzt nämlich zeigen. Und wie du siehst, liegt die Decke auch hier so schön schon fast fertig auf meinem Schoß und die ist halt auch entsprechend schwer. Das heißt, es wird auch an sich schwierig, diese Decke zu wenden. Und deswegen zeige ich dir hier noch, wie du die Decke stricken kannst, ohne sie umzudrehen, nämlich dass du wirklich einfach hier hin und her strickst. Wie gesagt, ich bevorzuge die amerikanische Variante und dafür die Randmasche hebe ich ab, damit das hier so einen schönen geflochtenen Rand gibt. Die hebe ich einfach ab und dann halte ich mir jetzt hier die Nadel so, steche in die Masche hier oben, steche ich ein wie zum Rechtstricken ganz normal, schiebe mir die hier drauf und lege dann mit der rechten Hand meinen Faden um und ziehe die Masche über. So, also nochmal wie zum Rechtstricken einstechen und den, oh, jetzt hängt hier mehr meine Banderole, die können wir abmachen. So. Also ich habe eingestochen und dann lege ich wirklich von hinten nach vorne den Faden um die Nadel und dann drüber ziehen. Nochmal einstechen wie zum Rechtstricken. Den Faden von hinten nach vorne um die Nadel legen und so. Also wenn man das von vorne machen würde, dann siehst du, dann legst du den Faden von unten nach oben um die Nadel. Ich steche mir gerne die Nadel so senkrecht auf den Schoß, weil dann kann ich mit der anderen Nadel ein bisschen arbeiten, indem ich es immer oben überziehe. Ne? Und damit ist das einfach insgesamt ein bisschen bequemer zum Arbeiten. Und wie du siehst, geht das dann selbst mit diesen dicken Nadeln ganz schnell. In der Mitte stricke ich übrigens glatt rechts. Ganz unten habe ich drei Reihen kraus rechts gestrickt. Und die letzten drei Maschen vor der Randmasche stricke ich auch jeweils kraus. So. Also. Auf der Nadel habe ich für die Decke, die jetzt hier 1,30 Meter breit wird, habe ich insgesamt 34 Maschen aufgenommen, inklusive der zwei Randmaschen. Das geht also mit dem Hin- und Herstricken auch ganz fix. So, jetzt bin ich schon auf der Hälfte. Muss ich mal hier das Garn so ein bisschen runterschieben. So, Masche nicht verlieren. Und jetzt bin ich auch gleich drüben am Ende. Oben auf der Rückseite siehst du die linke Seite von der Decke, weil die rechte Seite liegt ja hier auf meinem Schoß, ne? Die guckt mich ja an, die glatt rechten Maschen. Und da wir glatt rechts stricken, sieht das glatt linke Gestrick jetzt nach oben. So, jetzt bin ich auch schon am Ende. So, und die letzte Masche noch, die stricke ich auch rechts und hebe sie dann wieder ab. Und jetzt stricke ich einfach zurück, ohne dass ich umdrehe. Das heißt, ich steche meine Nadel wieder hier ein und hebe die erste Masche nur ab. Und jetzt muss ich ja hier vorne für den kraus rechten Rand eine linke stricken. Das heißt, ich nehme den Faden nach vorn, steche die Nadel durch, lege den Faden über die Nadel und ziehe den hier durch mit der Nadel. Und dann muss der nach links. Nochmal, ich steche die Nadel ein, lege den Faden über die Nadel, ziehe den Faden nach hinten raus und leg den nach links.
Ich steche ein, leg den Faden drüber, ziehe ihn nach hinten durch und schiebe ihn auf die andere Seite. So, jetzt habe ich hier schon meine drei linken Maschen gemacht. Das heißt, der Faden kann nach hinten wandern. So, Faden wandert nach hinten. Jetzt steche ich auch einfach von rechts nach links in die Masche ein, leg mir den Faden hier wieder von hinten nach vorne über die Nadel und ziehe jetzt einfach die Masche über die Nadel und dann kann ich sie fallen lassen. Also einstechen, von hinten nach vorne über die linke Nadel ziehen, die andere Masche überziehen und die alte Masche fallen lassen. Nochmal drauflegen, überlegen, die alte Masche überziehen und dann die alte Masche von der rechten Nadel gleiten lassen. Und das ist auch schon der ganze Zauber daran, wie du siehst, produziere ich hier ganz normale rechte Maschen. Und du musst nicht umdrehen und du musst das ganze Ding hier nicht hin und her wuchten, weil das wird ja dann doch mächtig schwer. Und so manövriere ich mich jetzt fröhlich zur anderen Seite rüber. Und das geht genauso schnell wie das Hinstricken an sich. Ich nehme mir immer noch so ein bisschen den Daumen hier, damit halte ich meine neue Masche fest, beziehungsweise den Faden fest, nehme mir den Daumen da zur Hilfe und dann geht das eigentlich auch ganz fix. Das Praktische ist, dadurch, dass ja 50 Gramm, 500 Gramm 50 Meter sind, hat man natürlich so einen Knäuel halt auch ziemlich schnell verstrickt. Ist echt Arbeit, ja, ihr dürft das nicht unterschätzen, weil das geht halt auch mächtig auf die Arme und du brauchst da schon Muckis. Auch wenn natürlich mit dieser Strickweise die Bewegungen glücklicherweise klein sind und du das nicht alles über deine Gelenke wuchten musst. Ich stricke jetzt mal die Rückreihe noch zu Ende, damit du das noch am Ende siehst. Auf jeden Fall kann ich dir an der Stelle natürlich, kannst du stricken, wie du möchtest, aber ich kann dir an der Stelle nur empfehlen, das vielleicht mal auf meine Art und Weise auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall deutlich gelenkschonender. So, zurückstricken ohne Wenden geht natürlich logischerweise mit der gleichen Methode, auch mit dünnen Nadeln und mit dünner Wolle. Macht sich besonders gut, wenn du sowas wie Entrelack-Flechtmuster oder dergleichen strickst, wo du häufig wenden musst und wo du häufig umdrehen musst und so. Da ist zurückstricken ohne Wenden auch eine super Sache. Ich habe dazu auch schon ein Video in meinem Kanal. Das findest du hier und da kannst du auch gucken, dann mache ich das ganze Prozedere natürlich mit dünner Wolle und stricke mit dünner Wolle zurück. Aber mit der dicken Wolle ist das nochmal ein bisschen eine andere Handhabe. Du siehst, ich brauche meine ganzen Hände und tatsächlich auch den ganzen vollen Körpereinsatz. So, jetzt tappe ich noch eine Masche in rechts und jetzt kommen wieder meine drei linken. Und die möchte ich dir noch zeigen. Das heißt, für die linken Maschen wandert der Faden wieder nach vorne. Dann steche ich hier wieder ein, lege den Faden um die Nadel und ziehe ihn nach hinten durch. So. Zack und rüber. Und die nächste Masche. Und auch wieder umlegen und durchziehen. So, einmal umwickeln. Das ist Werner, weil gerade ein Auto vorbeifährt. Der darf ja auch mal was sagen. So, und jetzt habe ich hier meine letzte Masche. Das ist die Randmasche und da mache ich es mir wirklich ganz einfach. Die nehme ich auf meinen Finger und ziehe einmal den Faden, der schon wieder nach hinten liegt. Ja, weil ich stricke ja dann rechts. Ziehe den hier einmal durch, lege das auf die Nadel. Fertig. Und jetzt habe ich eine komplette Hin- und Rückreihe geschafft. Das machst du natürlich mit der ganzen Decke. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du öfter reinschaust.